Da und ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Total War Shogun 2. Letzte Folge ist auf einen Hieb ganz gut geglückt, würde ich mal sagen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht die Musik ein bisschen leiser zu machen. So hier. Ungefähr. Damit ich in Kampfsituationen nicht lauter reden muss. Ja. Naja, wie man hier sieht, hat man etwas modernere industrialisierte Japan. Da steht ein Gatling. Oh. Ja, Kanonenschiffe mit kohlebetriebenen Schiffe. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den Tutorials. Wir schauen uns mal das weiterführende Gefechtstutorial an. Dann das fortgeschrittene Dann schauen wir uns die Seetutorials an und was ist das? Eine Kurzkampagne ist und Tutorial. Vielleicht soll ich das hier machen zuerst? Ich schau mal rein. Ja, schöne Bilder im Hintergrund. Also ich will jene, die wissen, was sie überlegene und unterlegene Kräfte wo einsetzen können, werden siegen. Auszug aus die Kunst des Krieges, Sun Tzu. Oh! Ja, was wollte ich sagen? Ah ja, ich gehe erstmal alles Tutorials durch. Oh. 1545. Dies ist Sengoku Jidai, das Zeitalter des Krieges. Seit 200 Jahren herrschen die Ashikaga-Shogune von Kyoto aus. Sie besaßen Herrlichkeit und Macht. Die übermächtigen Clans sind ungehorsam geworden. Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Doch wer wird siegreich sein? Die Länder der Chosokabe haben unser Volk immer reichlich versorgt. Unsere Feinde sind zahlreich und missgünstig. Sie bedrohen unsere Grenzen und halten Ausschau nach jeder noch so kleinen Schwäche. Dies ist unser Land. Wir respektieren seine Sitten. Unsere Bauern arbeiten schwer und bauen mehr an als andere. Doch wir sind auch Meisterkrieger. Unsere Bogenschützen werden von allen bewundert. Kein Pfeil trifft besser als der eines Chosokabe. Bishamon. Der Kriegsgott ist erwacht. Nun ist es an der Zeit, unsere Feinde zu besiegen. Alle werden sich vor dem Chosokabe-Clan verneigen. Wir werden nicht länger warten. Das Schicksal ruft! Wow! Willkommen im Sengoku Jidai, dem Zeitalter des Krieges. Dies ist die Insel Shikoku, weit entfernt von Kyoto und dem Kaiser. Nach dem Tod seines Vaters ist Chosokabe Motochika jetzt der Daimyo des Clans. Wählt ihn nun aus. Oh, okay, so sieht das die Karte aus, okay? Shikoku. Okay. Das ist scheinbar eine etwas größere Kampagne. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Ich würde sagen, das war ein kleines Preview. Allerdings würde ich so weiter mit den Tutorials weitermachen. Ja.
tut mir leid wegen Zeitspiel, aber jetzt sehen wir ja, wie es aussieht. Binde selbst ein gebratenes Huhn an. Leitspruch aus Hagakure hinter den Blättern. Yamamoto Tsunetomo? Yamamoto Tsunetomo. Ja, hier, weiterführendes Gefechtstutorial. Dieses Tutorial ist für fortgeschrittene Spieler. Hier werden Gefechtskämpfe, Gruppenformationen und Spezialfertigkeiten genauer betrachtet. Oh. Das Pferd. Ist die Provinz Sanuki, Heimat des mächtigen, aber harmlosen Sogo-Clans. Hier lernt ihr, das Gelände zu eurem Vorteil zu nutzen, den Einsatz von fortgeschrittenen Einheiten, das Umfassen des Feindes sowie das Inspirieren eurer Truppen. Seid ihr bereit? Klickt auf den Haken. Okay, Moment. Oh, ein Gong. So einen hatte ich in der Schule. Hatte ich. Was haben wir hier? Ach, das ist der General. Wo ist er? Da ist er. Okay, das ist auf dem Pferd. Mit einer Maske. Okay, das sind Yari-Kavallerie. Ah. Sperlinge auf Pferden, ich verstehe. Ja. Yari. Oh, warte mal, hatten wir nicht? Wir haben zweimal Kavalleristen, wir haben einmal Satana, alter Katana-Samurai. Wir haben Mudachi-Samurai. Oha! Ach, die Samurai, die mit dem größeren Katana-Schwert, okay. Dann haben wir Naginata-Samurai, das sind Speere. Genau. Dann haben wir zwei, wir haben Bogen-Samurai. Was sind die? Da sind die. Und Bogen-Ashigaru. Oh. Die Bogen-Samurai sind stärker, wie es scheint. Jawohl. Okay. Gut, okay. Aber hier. Yari Ashigaru. Ja, hier. Diese Yaris, dachte ich, haben wir unsere Pferde. General. Die sind ja alle angeschlagen. Okay. Hanakavallerie. Hanakavallerie. Gut. Vor dem Gefecht wird eure Armee aufgestellt. Wählt eine Angriffs- oder Abwehrformation und ändert die Position eurer Einheiten in der Aufstellungszone. Zudem könnt ihr Verteidigungen errichten, ehe die Schlacht beginnt. Ich sehe jetzt gerade, dass ich da auf zurückdrücken kann. Eure Aufstellungszone wird durch einen gelben Kasten auf dem Boden sowie der Radarkarte dargestellt. Mhm. Es ist ratsam, Kavallerie an den Flanken der Armee zu positionieren und Infanterie in der Mitte. Weniger wertvolle Einheiten wie Ashigaru sollten an der Front stehen, da hier wahrscheinlich die ersten Verluste zu verzeichnen sein werden. Haltet euren General von der unmittelbaren Gefahr fern. Gut, also der General, der ist ganz hinten irgendwo.
Genau. Katana? Ich weiß nicht. Oh. Aginata von Reichen ganz gut, okay. Ach ja, stimmt ja. Okay, also. Kavallerie erstmal zur Seite. Der General. Ach komm, kannst du dich hier verstecken? Nein. Alter, bietet Einheiten gute Deckung. Reduzieren ja doch die Kampfstärke und Geschwindigkeit von Kavallerie stark. Da macht sie. Huch, das. Was ist das für ein Kreis? Motivieren. Macht einen Linksgriff auf diesem Feld und dann auf einmal zu motivieren. Oh! Gut, Naginata Samurai. Die sind ganz gut, glaube ich. Wie kann ich eigentlich Bogenschützen stellen? Oh, cool. Das Befestigung zur Abwehr. Schutzschilder aufstellen. Oh, das ist ja cool. Wait. Können die das auch? Nein. Können die das? Können das auch? Oh, das ist ja cool. Okay, also. Ah ja, Katana Samurai. Ah ja, Speere an die Seite, an die Flanken stellen, okay. So Naginata, so Naginata. Oh, nein. Katana erstmal zurück. Okay, die hier hin. Dachi. Starke, aber schwache Nahkämpfe, glaube ich. Was will ich so machen? Voll cool. Ist ja wie eine menschliche Festung. Spartaner, genau. Und du, ne? Ja, keine Ahnung, ob das gut ist, was ich hier mache. Naginata, genau. Ihr stellt euch hier hin? Glaube ich. Aber. Bum, 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 bum. Okay. Dann hier. Vielleicht. Doch eher so hier. Ja. Ja. Trommelwirbel bitte. Katana Samurai. Ich weiß nicht, was hier die billigen Einheiten sind und was nicht. Oh, keine Ahnung. Eure
Armee kann voreingestellte Formationen einnehmen. Oh. Wählt die gesamte Armee aus und gruppiert eure Einheiten, indem ihr auf das Gruppierungsfeld, gefolgt vom Sperrenfeld, klickt. Also, wählt die gesamte Armee aus und gruppiert eure Einheiten. Achso. So hier. Klickt auf das Formierenfeld und wählt eine passende Formation. Hä? Wenn ihr bereit seid, klickt auf den Gong und das Gefecht beginnt. Speerspitze? Hoch? Okay. Das ist ja cool. Aber warum sind die Naginata ganz hinten? Speerspitze, hä? Okay. Kranichflügel? Hoch! Hä? Warte mal. Brauchen die mal Platz vielleicht? Hä? Dachi-Samurai? Naginata-Samurai? Dann Dachi. Noch ein Dachi nochmal? Ach, die mit dem großen Schwert, genau. Hier haben wir dann Katana, dann Naginata und Bögen. Okay. Nein. Mann. Odo. Was ist das hier? Gegen die Gänse. Oh, okay. Das sieht aus wie so ein Flugzeug. Katana Samurai, Nudachi, Naginata, Naginata. Okay. Zurückgelehnter Drache. Okay. Katana, Nudachi, Naginata. Krieg des Tigers. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Kief. Was? Kiefernrinde. Schwere Kavallerieangriffformation in Rechtskrieg zeigt weitere Informationen. Hoch. Okay. Okay. Ich möchte das jetzt nicht alles hier lesen. Kiefernrinde. Wolkendrachen. Okay. Anasamurai. Dachi Naginata. Das hier ist fliegender Vogel. Ich weiß nicht, meine Formation von hat mir auch ganz gut gefallen, aber fliegender Vogel? Mal gucken. Das Zentrum eurer Armee ist der General. Er lenkt den Kampf und stärkt die Moral seiner Männer. Zwar wird die Moral der Männer in unmittelbarer Umgebung des Generals automatisch etwas gestärkt, er verfügt jedoch auch über eine Reihe von Spezialfertigkeiten, die einen größeren Effekt erzielen. Wählt nun euren General, um mehr über diese Fertigkeiten zu erfahren. Dann sollte er lieber in der Mitte stehen. Ein General hat die Motivationsfertigkeit. Diese stärkt die Moral einer nahegelegenen Einheit sowie deren Nahkampffähigkeit und Geschossgenauigkeit, lässt den General jedoch verwundbar werden. Die Sammelnfertigkeit des Generals sorgt für einen großen Anstieg der Moral seiner Einheiten. Die Generalsfertigkeiten können nicht ununterbrochen genutzt werden. Deshalb ist die Wahl des richtigen Zeitpunkts während der Schlacht sehr wichtig. Der Sogo-Clan hat auf der anderen Flussseite eine Verteidigungsstellung eingenommen. Wir müssen das naheliegende Dorf kontrollieren, den Fluss überqueren und angreifen.
bewegt die Armee in Richtung des Dorfes. Um das Tempo einer Schlacht zu beschleunigen, könnt ihr die Spielgeschwindigkeit anpassen. Dies ist äußerst nützlich, wenn es eine weite Distanz zurückzulegen gilt und ihr eure Truppen nicht durch Rennen ermüden wollt. Ebenso könnt ihr die Schlacht verlangsamen und euch den Gegner genauer ansehen. Probiert verschiedene Geschwindigkeiten aus, während ihr euch auf den Weg zum Dorf macht. Okay. Ich weiß besser, wenn ich so gemacht hätte. Okay. Oh, was ist das? Gruppen in diesen Fernsehen greifen. Bestimmt noch als Gesinnung bei schiedsreinischer Armee. Die Position von... okay. So. General, neu kopieren. Agemut sammeln. Ja, wisst ihr was? Ich würde das, glaube ich, doch eher lieber anders machen. Also, du dahin. Du dahin. Du vielleicht allgemein eher. So. Genau. Genau. Aktivieren. Also eine Linksgriff und dann motivieren. Aufsitzen, absitzen. Abgesessene Einheiten können Gebäude betreten, Schlosswände erklimmen und Gebäude einnehmen. Verlieren jedoch sämtliche Vorteile, die sie zu Pferde besaßen. Sammeln. Ach, dieser Fächer, dieser Schmetterlingsfächer. Für Einheit kann ich in ihrem Einflussbereich Truppen sammeln. Hey. Die fehlende Einheiten erhalten einen Moralschub, die fehlende Einheiten werden zurückgerufen. Oh cool. Halt, steig geblieben! Groß den Wirkungsbereich eines Generals. Bewirkt einen größeren Moralschub, verbessert die Nahkampfangriff, Feuerrate, Umstände, Einheiten. Oh. Gut, dann ist das sogar ganz okay, glaube ich. Die stellen sich hier hin. Oh, sehr gut. Dann würde ich sagen, geht das nicht weiter raus. Okay. Also geht doch. Das sieht ja lustig aus. Wie eine Parade fast schon. So, fertig, sehr gut. Laut unserer Späher halten sich die Sogo im Dorf auf. Ihre Einheiten nutzen die Dorfgebäude als Deckung und Schutz. Wählt eure Belagerungswaffe. Oh, die habe ich... Alter, was Belagerungswaffen sind mächtige, aber unbewegliche Kriegsmaschinen zum Angriff auf entfernte Ziele.
Wie andere Fernkampfeinheiten haben sie einen Feuerradius, der die Richtung der Geschosse zeigt. Belagerungswaffen sind oft ungenau und ihre Einheiten neigen zur Flucht, wenn sie sich selbst überlassen sind. Wählt die Belagerungswaffe und klickt mit der rechten Maustaste auf den... Ach so, Moment, ich habe nicht den Befehl gegeben zum Feuern. Feind, um anzugreifen. Okay, Moment. Das ist mächtiger, aber unbewegliche Kriegsmaschine. Okay. Haben wir einen Feuerrad? Der Wüstenbeschuss. Waffen sind oft ungenau und ihre Einheiten neigen zur Flucht, wenn sie sich selbst überlassen sind. Ja, okay. Okay. Das bin ja nicht ungefähr. Was haben die überhaupt für einen. Die haben einen sehr guten Radius. Okay. Habe ich gerade mein Gebäude. Ist das unser Gebäude dort? Keine Ahnung. Oh, wie das abbrennt. Ziehe ich eigentlich auf die Einheiten oder mache ich schon die Deckung kaputt? Ich weiß gerade nicht wirklich. Das Waffen ablegen. Die Einheiten legen ihre Waffen ab und können sich freier bewegen. Okay. Wow. Ja, so viel zur Ungenauigkeit. Was ist denn ein rotes Ding eigentlich da oben? Wow. Ich traf alles außer die Einheiten, okay? Ach, auf das feindliche Gebäude! Zeigt Belagerungswaffen auf den Belagerungswaffen kriegt auf die mit der Maustaste auf das feindliche Gebäude, um anzugreifen. Auf das feindliche Gebäude. Ah, ich muss die Deckung kaputt machen. Ich bin ja lustig. Wie viel Muni haben die eigentlich? Ach so, rechtsklick. Wow. Ah, je weiter entfernt die schießen sollen, desto ungenauer wer. Oh. Hey. Mach doch nicht die Brücke kaputt. Wow! Du hast einen Baum getroffen, ist das denn ernst? Okay. Ah, okay. Nun mach dir mal genauer bitte. Warum die Brücke? Kann ja dauern. Boah, die Genauigkeit ist ja sehr. Wow. Gut, ja. Dann schieß mal auf die da, vielleicht trifft die ja besser.
Hallo? Feuert. Oh. Hallo? Was ist jetzt los? Nun? Ich keine Munition oder was? Ja, und jetzt? Ja, toll, soll ich jetzt mit der Armee angreifen oder? Nee? Na dann Kavalleriemarsch. Ein bisschen schneller vielleicht? Lasst euch der Zeit, ey. Schneller? Ja, sag mal. Ach, also. Ihr beherrscht einen Großteil des Dorfes und könnt den Fluss überqueren, um die restlichen Feinde zu erledigen. Toll. Hierzu könnt ihr entweder langsam durch die Flussfurt warten oder die schmale Brücke überqueren. Das Gelände spielt in der Schlacht eine wichtige Rolle und der schnellste Weg ist nicht immer der beste, um den Feind zu besiegen. Cool. Na gut, okay, Kavallerie zurück. So umständlich. Na gut, dann. Soll ich jetzt die Formation auflösen oder was? Es ist schon eine halbe Stunde rum. Oh Mann. Gut. Nein. Da. Unzerstörbar. Mit Brücke, die unzerstörbar ist. Alles klar. Ja, was macht ihr denn? Ich nehme die Brücke. Bisschen schneller vielleicht. So. Ey, ich habe auch Pause gemacht. Hier vielleicht bitte auch mal. Hä?
kommt. So. Los jetzt. Na, also geht doch. Jawohl. Ha, das Dorf gehört endlich uns. Nur der Sogen-General und seine besten Truppen befinden sich noch auf einem entfernten Hügel. Er klimmt den Hügel im Schutze des Waldes und greift die Sogo-Armee an. Die Baumgeister werden eure Männer verbergen. Bald schon herrscht ihr über das Sogoland. Baumgeister? What? Toll. Dann. Muss ich wieder Formation einnehmen, oder? Gut. Katana Samurai. Hier. Dann hier. Wo sind die anderen? Ach, das sind die. Hier. 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 Genau. General. Da bist du. Hier. Und Kavallerie. Hier weg, hier. So. Genau. Alles bitte schnell. Ah, okay, so. So. In den Bäumen verstecken sich feindliche Lundenschlosseinheiten. Haltet eure Kavallerie zurück, da ihr der Kampf im Wald schwerfällt. Wählt.
Was für Lundenschloss-Einheiten? Knarren oder was? Lundenschloss-Kriegermönche. Iko Iki. Kriegermönche. Stattdessen eure Naginata-Samurai aus. Die furchteinflößenden Naginata-Samurai tragen lange Stangenwaffen und eindrucksvolle Rüstungen. Sie können eure Flanken und Rückseite vor Kavallerie schützen. Dank ihrer starken Rüstung können sie feindliche Fernkampfeinheiten ohne viele Verluste angreifen. Okay. Solange eure Infanterie im Wald kämpft, wählt die Yari-Kavallerie aus. Warte mal. Ja. Ach so. Warte mal, was? Dann Wildkampf wählt die Yari-Kavallerie aus. Jetzt? Die Yari-Kavallerie ist die schnellste Einheit und dient zum Spähen, Umfassen oder als Ablenkungsmanöver. Okay. In Keilformation kann sie ungeschützte Fernkampfeinheiten jagen. Bringt eure Yari-Kavallerie in Position, damit sie den Feind umfassen kann. Bitte schneller. Mal. Ihr sollt angreifen, bitte. Dankeschön. Ihr. Ja. Ihr. Kommt, ja. Aber ein bisschen schneller, ja. Dankeschön. Mal. Ah. Sehr gut. Die feindlichen Lundenschloss-Truppen stellen keine Bedrohung mehr dar. Mhm. Macht euch das Terrain zunutze und flankiert die Sogo, um sie zu erledigen. Gut. Dann würde ich sagen, zum Teufel. Dann würde ich sagen, Bogenschützen. Ja. Könnt ihr die Verteidigungen noch bauen, oder? Okay, Plan B. Nein. Dann Natas. Hier bitte. Genau. Hier bitte hier. Je nachdem von wo jetzt. Ach, das ist der General. Ich dachte schon, warum ist die Kavallerie hier? Dann hier, ihr seid jetzt Gruppe 2. Und
Hier bin ich. Einzo. Hoch, was ist denn hier passiert? Ach, toll, jetzt kommt die Kavallerie von da, oder was? Das ist doch die Kavallerie, oder? Das ist der General! Gut, Bogenschützen. Hier weiter hinter. Was geht hier ab? Ah nee, ich gewinne. Okay, alles gut, alles gut. Ich soll die angreifen. Meine Nein. Ah, okay. Ihr habt den Sogo-Clan besiegt und dieses Tutorial beendet. Yay! 46 Minuten, das hat zu lange gedauert. Vielleicht sollte ich schneiden, mal gucken. Wirklich viel zu lange gedauert. Entschuldigung. Anfangen ist leicht, weitermachen ist schwer. Japanisches Sprichwort. Okay. Ja. Schöne Bilder. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Endlich mal. Und ja, ich überlege, ob ich dann die Folge schneide oder nicht. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und ja, weiter geht's in der nächsten Folge. Tschüss.